Einen wunderschönen guten Abend. Der Buchtitel Montaignes Katze hat mich jedenfalls unmittelbar elektrisiert. Sowas ist eigentlich selten der Fall, passiert ja nicht immer. Aber ich war unendlich froh über diesen Buchtitel. Denn zum einen ging es um Montaigne. Das ist jetzt nicht gerade ein Autor, den wir hier im Archiv haben, außer natürlich in zahlreichen Exemplaren wie diesem ja, sehr raren Dokument. Das ist nämlich Celans Montaigne-Ausgabe, die ihm von seiner Frau geschenkt wurde. Ein besonders wertvolles Buch, Sie sehen, ziemlich zerlesen. Man wird wahrscheinlich, und ich glaube, das ist noch nicht gemacht worden, wenn man mal den Montaigne-Spuren bei Celan nachgeht, noch einiges finden. Sondern, nicht nur deshalb, weil wir ihn nicht im Archiv haben, sondern vor allem, weil Montaigne natürlich ein unfassbar spannender, schillernder Gelehrter war. Und nicht nur das, sondern auch ein Diplomat, der im 16. Jahrhundert zwischen den verschiedenen Henris hin und her pilgerte und versuchte, die Konfessionen und die Machtbestrebungen zu versöhnen. Heute bräuchten wir viele Montaignes, könnte man immer wieder meinen, und es wäre natürlich schön, es gäbe sie. So dann aufgrund der wunderschönen Essays und Aphorismen, die uns Montaigne hinterlassen hat und die eben nachwirken wohl bis hin zu Celan. Und drittens, weil Montaigne für ein Feld der Literatur steht, das grundsätzlich zu wenig berücksichtigt wird, nämlich für das Zwischenfeld der Literatur, die aus der Frankophonie nach Deutschland kommt, durch die Aphorismen und durch diejenigen, die sie verbreiten, nämlich die sogenannten Hugenotten. Zwar war Montaigne Katholik, aber gleichwohl schaute er doch auch ins andere Lager. Und von diesen Hugenotten, den französischen Protestanten, gab es im Alten Reich so viele, dass sie natürlich auch Montaigne mitbrachten, in den verschiedensten Ausgaben und immer wieder kommentiert und ins Protestantische gedeutet. Ohne die französischen Protestanten wäre die deutschsprachige Literatur nicht geworden, was sie ist. Ein Feld, das wir immer wieder berücksichtigen sollten und eine Art und Weise, über die Grenzen der Literatur hinauszugehen, die hier fürs Archiv sicher in besonderer Weise wichtig ist, aber natürlich auch darüber hinaus. Ich freue mich besonders, dass heute Abend Dorothee Kimmich mit dem Autor des erwähnten Montaigne-Buchs Nils Minkmar spricht. Frau Professor Dorothee Kimmich ist Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen und leitet dort unter anderem die Tübinger Poetik-Dozentur, ist Co-Koordinatorin des Civis Hubs Society, Culture and Heritage, Mitglied des DFG-Fachkollegiums und vieles andere mehr. Sie hat besondere Frankreich-Verbindungen, studiert hat sie unter anderem an der Sorbonne, hatte eine Gastprofessur an der Université de Provence et Marseille und verantwortet den binationalen Masterstudiengang Études Franco-Allemandes in Kooperation mit der Université de Provence en Aix-en-Provence mit. Ihre Publikationen haben oft einen Frankreich-Bezug, so etwa schon ihre Doktorarbeit Epikuräische Aufklärungen, Montaigne nicht weit weg, und die Habilitationsschrift, die Stendhal und Flaubert einbezieht, aber auch in den jüngeren Publikationen taucht Frankreich immer wieder auf, selbst dann, wenn es um Niemandsländer der Literatur geht, ihre jüngste Buchpublikation. Dr. Nils Minkmar hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Er lebt nicht im Niemandsland, sondern gleich zwischen zwei Ländern. Er ist Historiker, Publizist, war unter anderem bei Willemsens Woche, Redakteur bei der Zeit, Feuilletonchef der FAZ und schreibt jetzt im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung sowie auch den Blog Der siebte Tag. Er besuchte das Doktorandenseminar von Pierre Bourdieu und promovierte über Ehrenkonflikte im frühneuzeitlichen Colmar. Vielleicht ein erster Verweis auf das Montaigne-Buch. Er war und ist Mitglied vieler Jurys, hat viele Preise erhalten und wurde nominiert für den Ordre des Arts des Lettres. Zu seinen Büchern zählen zuletzt Der Zirkus, ein Jahr im Innersten der Politik, Das geheime Frankreich und eben Montaignes Katze. Außerdem ist er Gründungsmitglied der Deutschen Montaigne-Gesellschaft, die natürlich geheime Verbindungen zur Schiller-Gesellschaft unterhält. So geheim und diplomatisch, dass wir sie noch gar nicht so genau entdeckt haben, aber wir können denen bestimmt heute Abend näher auf den Grund gehen. Herzlichen Dank auch an all diejenigen, die mitgewirkt haben an dieser Veranstaltung.
vor allem an das Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg, mit dem wir für diese Veranstaltung kooperieren. Herzlichen Dank, Frank Basner und sein Team. Und hier im DLA Alexa Hennemann, Stefanie Obermeier und allen anderen, die im Saal sind. Herzlichen Dank und bitteschön. Vielen Dank. Dann legen wir los. Ja, vielen Dank für die freundliche und auch schon ganz ausführliche Vorstellung. Ich habe natürlich hier so ein paar Zettelchen und auf denen ist auch eine biografische Vorstellung von Herrn Minkmar gewesen. Die kann ich jetzt schon zur Seite legen, damit wir nicht das Ganze sozusagen zweimal erzählen müssen. Wir haben so knapp so ungefähr anderthalb Stunden eingeplant, in denen zu denen immer wieder ein Stückchen Lesung gehört. Aber ich glaube, Sie sind hier auch gewöhnt, dass nicht die Lesung selbst, sondern das Gespräch oder der Austausch hier überwiegt. Und wir haben aber auch gedacht, wenn Sie gerne möchten, würden wir ganz am Ende noch ein bisschen Zeit einräumen für Ihre Fragen. Also wenn Fragen aufkommen während unseres Gesprächs oder während der Lesung, dann halten Sie die Frage fest und stellen Sie sie dann auch ganz am Ende. Wir freuen uns drüber. Oder die Fragen werden ja, was heißt wir? Also Herr Minkmar, Vorsicht, klar. Die werden ja nicht an mich gehen. Ja, wir fangen vielleicht gar nicht mit der Geschichte, die hier auf diesen 400 Seiten verpackt ist, an, sondern meine erste Frage geht eigentlich in die Richtung der Entstehung dieses Buches. Und das Publikationsdatum verrät, dass es möglicherweise in der Zeit des Lockdowns, der Corona-Beschränkungen geschrieben ist. Und tatsächlich habe ich mir überlegt, sogar bisschen an meiner eigenen Lebensweise entlang, ob diese Zeit der Einschränkung und der Beschränkung, aber eben auch der Ruhe und Besinnung eine Zeit war, in der man sich an größere Texte überhaupt wagen konnte und ob dieses Buch vielleicht ein bisschen auch ein Produkt dieser Zeit ist. Ja, vielen Dank erstmal für den netten Empfang. Und ich habe schon eine Führung bekommen und viele schöne Worte, Frau Richter. Die Entstehungsgeschichte, in Corona war das im Grunde schon fertig. Mhm. Also das Projekt begleitet mich schon sehr lange, ich weiß gar nicht genau, wie lange. Und ich habe immer versucht, sozusagen kurz gefasst, die politische Dimension von Montaigne irgendwie zu begreifen und darzustellen. Aber das ist so mit den normalen historischen und wissenschaftlichen Methoden, wo man ja Fußnoten und so Sachen braucht, nicht möglich. Die Quellen geben es einfach nicht mehr her. Und er sagt selber, ich habe eben geheime Missionen durchgeführt und ich kann euch nichts darüber erzählen, nicht sehr viel, weil es war ja eben geheim, logisch. Und daher habe ich gedacht, naja, man muss das eben erzählen auf eine andere Art und Weise und da bleibt eigentlich nur der Roman als Mittel. Es geht auch insofern ganz gut, weil man im Tagebuch der italienischen Reise von Montaigne ihn auch von außen ein bisschen sieht, weil ein Sekretär dieses Tagebuch am Anfang geführt hat. Und da sieht man ihn rumlaufen, da sieht man ihn reden, wie er so war, wie er sich so bewegt hat in der Stadt. Und das war eigentlich eine wichtige Inspiration, um den so quasi dreidimensional hinzubekommen. Weil Montaigne hat ja diesen einen Trick, der unheimlich genial ist, nämlich er erzählt so viel über sich in den Essays, dass er natürlich auch ganz viel verbirgt. Und jeder denkt, er weiß irgendwie alles und unheimlich viel über Montaigne, aber ganz viel bleibt ihm im Dunkeln, damit der Effekt, den er haben möchte, besonders strahlt. Seine Familie zum Beispiel und eben auch diese politischen Aktionen. Und dann habe ich das so zusammengepuzzelt. Richtig schreiben konnte ich das, ich glaube, bei meiner Zeit bei einem Hamburger Nachrichtenmagazin, wo ich damals war und wo der Kulturteil, bei dem ich war, irgendwie in Misskredit bei der damaligen Chefredaktion geriet. Das heißt, wir hatten irgendwie wenig zu tun oder ich hatte jedenfalls wenig zu schreiben, weil man es nicht wollte und war irgendwie beruflich eine sehr unangenehme Zeit. Und da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit daran denken. Und da fand ich das sehr gut, mich da reinzufuchsen und zu schauen, wie haben die eigentlich damals ihre schwierigen Zeiten gelöst. Ich dachte ehrlich gesagt ein bisschen an meine persönliche. Aber dann kam, Sie haben es ja genau gesagt, die Pandemie. Und Pandemien und Seuchen spielen in dem Leben von Montaigne und seiner Zeitgenossen unheimliche Rolle.
Die Frauen aus der feinen Gesellschaft gingen immer mit Maske. Also wenn man ohne Maske unterwegs sein musste, war das sehr unangenehm und ein Affront. Und die fühlten sich da überhaupt nicht wohl, demaskiert durch die Stadt und über diese staubigen Landstraßen zu fahren, sondern hatten immer lederne Masken, auch damit man sie nicht direkt erkennt. Und dann die Kriege natürlich, das ist eben seit einem Jahr. Das heißt, all diese Plagen, mit denen wir uns so schwer tun, auch tagtäglich, die sind bei Montaigne eben schon längst Alltag. Und vieles von dem, was er empfiehlt und seine Routinen, sind zu verstehen vor dem Hintergrund dieser permanenten Bedrohung, dass man immer umkippen kann. Also sein bester Freund Etienne de la Boissie stirbt in ganz kurzer Zeit an einem Virus. Und diese Bürgerkriege sind so unübersichtlich, dass man oft nicht weiß, ist der Nachbar eigentlich noch ein Freund oder der tödliche Feind? Und wie kommt man durch so eine Zeit durch? Das ist so ein bisschen das, was wir von Montaigne lernen können. Ich finde immer, man muss eben solche historischen Figuren danach befragen, was geben die uns heute mit? Ja, das wäre wahrscheinlich auch gleich mal die nächste Frage, denn ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen wirklich so richtig sattelfest ist, was die Geschichte Frankreichs im 16. Jahrhundert angeht. Ich fürchte, dass es Ihnen nicht sehr viel anders geht als mir. Ich musste auch nachgucken. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man anfängt nachzugucken, es wird gar nicht so sofort leichter zu verstehen. Das ist tatsächlich eine... Also ist auch immer wieder erschreckend, wie der Blick dann von Deutschland nach Frankreich geht und dass wir immer denken, wir sind das Land mit den großen Konfessionskonflikten. Das ist ja eine Vorstellung von Deutschland, 30-jähriger Krieg und sozusagen die ganze Bevölkerung um ein Drittel dezimiert. Man hat immer den Eindruck, die großen Religionskonflikte hätten auf dem Territorium Deutschlands stattgefunden. Aber im Grunde sind die dynastischen Kriege, 100-jähriger Krieg und auch diese Religionskriege, 8 oder 9, in Folge sind eigentlich riesige Auseinandersetzungen, die in Frankreich stattgefunden haben und die ebenso grausam waren und ebenso vielen Menschen das Leben gekostet haben. Aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Würden Sie uns ein kleines bisschen Orientierung geben in dem Jahrhundert? Ja, sehr gern. Ich habe es irgendwie durch ein Detail, ehrlich gesagt, habe ich das so aufgedröselt. Das ist ja wie bei so einem Faden und dann kommt der ganze Pulli runter. Ich habe mich immer gefragt, Montaigne bekommt Besuch auch nur einmal von dem späteren König Henri IV, als er noch nicht König war, Henri de Navarre, auf seinem Schloss. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ich habe diese Stelle, die ist in seinem privaten Kalender verzeichnet, hunderte von Malen gelesen oder Dutzende von Malen mindestens und habe mich immer gefragt, okay, der kommt zu Besuch, aber warum kommt er genau dann zu Besuch? Und dann habe ich irgendwie mal nachgeschaut, das ist also der Winter 1584, was war da eigentlich? Und es war so, dass im Sommer 1584 der letzte verbliebene Thronfolger starb, auch an einer mysteriösen Krankheit, der jüngere Bruder des damals regierenden Königs. Damit endet eine Dynastie, das sind die Valois, von denen, da gibt es ja viel zu sagen, ganz faszinierende Familie, aber vom Unglück und vom Pech verfolgt. Sie sagen, das beschreiben sich selber als elende Familie, der kein Glück vergönnt ist und die auch für Frankreich kein Glück gebracht hat. Denen es gelingt wirklich tatsächlich nichts. Am Ende der Valois-Herrschaft ist das Land zerstritten, sie sind verfeindet. Viele der Valois sterben eines unnatürlichen Todes durch Gewalt oder durch Krankheit. Sie müssen dann gucken, wie es weitergeht. Und der einzige mögliche Kandidat ist nach dem saalischen Gesetz eben Henri de Navarre, der protestantische Thronfolger, der vom Hof verstoßen wurde und im Südwesten Frankreichs in Pau seinen Stammsitz hat. Navarre ist, glaube ich, zur damaligen Zeit gar nicht in der Lage, so richtig König zu werden, sondern so ein armer Provinzpolitiker. Und dann gibt es in Paris Menschen, die sich da anschicken. Und Paris war eine sehr katholische Stadt, teilweise bis heute immer noch. Und da gibt es die Familie der Guise und das sind so die katholischen Ultra. Die haben eigentlich alles, was das Herz begehrt. Die haben Geld, die werden von Philipp von Spanien unterstützt. Und auch wirklich das Herz der Hauptstadtbevölkerung. Die sind unheimlich populär, unheimlich freigebig, sozialstaatlich, sehr ambitioniert. Und auch geschickte Militärführer, was man damit braucht. Also der Guise kann eigentlich sagen, Leute, ihr sucht einen König, hier habt ihr mich. Und alle sind eigentlich zufrieden. Aber das Gesetz ist eben was anderes. Und wie handelt man jetzt klug, ohne das Land jahrelang im Bürgerkrieg untergehen zu lassen?
wie kann sich die Krone rechtmäßig weiterentwickeln. Es gibt, wie man heute so modern sagt, nur schlechte Möglichkeiten in diesem Jahr 1584. Das ist schon, da haben sie schon 6 Bürgerkriege hinter sich. Alle sind komplett pleite und überschuldet. Damals war Spanien die aufsteigende Macht wegen des Raubes in Süd- und Mittelamerika. Und Frankreich war wirklich auf dem absteigenden Ast. Das ist eine Situation, die heute vergessen ist, auch in der französischen Nationalgeschichte wirklich immer ganz schnell überhuscht wird. Aber vor dem Absolutismus, der beginnt mit dem Aufstieg der Familie von Henri IV, das sind die Bourbonen, also die führen uns dann weiter bis zu Ludwig dem 14. und Ludwig dem 16., wo man diesen starken, diese absolute Monarchie hat, sah das vorher aus wie so ein zerbröselnder Keks. Ja, die mussten echt gucken, dass überhaupt noch irgendwas zu retten ist, dass ihnen noch jemand Geld leiht. Und Heinrich von Navarra war eben auf dem protestantischen Ticket und bekommt sein Geld von Elisabeth von England sehr oft oder von den protestantischen pfälzischen, von dem Kurfürsten. Jetzt was tun, ja, das ist die Frage. Ich glaube, dass das der Grund war für den Besuch von Navarre bei Montaigne, und ich glaube nicht, dass der auf einfachem, so also aus heiterem Himmel mal vorbeigekommen ist, sondern ich glaube, dass da relativ große und ambitionierte Pläne dahinter standen, die dann wieder vergessen werden mussten. Also weil der König und Henri IV musste ja irgendwie alle überstrahlen mit seinem Regiment, und es, nee, diese Leute Montaigne und die Frauen, die damals Politikerinnen waren, und viele andere arbeiten insgeheim daran, dass aus diesem König der beste König ist. Es ist so, dass wenn Sie einen Franzosen nachts wecken oder eine Französin und fragen, wer war denn der beste französische König, da kommt immer Henri IV. Steht an Nummer 1. Und dann kommt lange nichts, und je nach politischer Gesinnung würden Sie dann die Antwort kriegen, kommt noch Mitterrand oder de Gaulle. Ja. So, ja. Für diese ganz lange Zeit, in der Frankreich ja von irgendjemandem beherrscht werden musste, ist das echt wenig. Und ich glaube eben, dass das gute Programm von Henri IV auch auf die Beratung durch Montaigne zurückzuführen ist. Und Montaigne hat so einen Brief, als er dann schon König ist, und so wie so ein Testament geschrieben und noch so ein paar Prinzipien dem König mitgegeben. Und ich nehme an, um die ging es in diesem Besuch an Weihnachten 1584. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich hier entwickle. Es ist eben zum Teil spekulativ, also die meisten Sachen stimmen allerdings, die meisten Fakten stimmen. So ein paar Sachen habe ich irgendwie erfunden oder mir ausgedacht anhand dessen, was man weiß. Und so kommt eben dieses Konstrukt zustande. Vor diesem, dieser Besuch an Weihnachten schließt im Grunde das Buch ja schon ab. Das beginnt im Frühjahr 1584, und wir haben dann noch eine Herbstsequenz und dann eine Wintersequenz. Also wir sind dann eigentlich schon an der Lösung dieser ganzen Probleme, die entstanden sind. Das Buch beginnt im Grunde mit einer diplomatischen Mission oder mit dem Versuch, ja, Montaigne zu einer diplomatischen Mission zu überreden. Und da weiß man überhaupt noch nicht, wie das ausgeht. Also da ist von Henri IV noch nicht die Rede, und es werden eigentlich ständig Optionen durchgespielt dann. Und zu dem Zweck soll er erstmal nach Paris geholt werden. Und wie kompliziert das war, jemanden nach Paris zu holen, wenn es in Bordeaux noch keine TGV-Haltestelle gibt, das erfahren Sie jetzt vielleicht in der ersten Lesung. Genau, ich lese mal die erste Stelle, wie das damals so von sich ging. Ja. Oh, so besser? Ja. Mikro war so weit weg, ja. Vielleicht, wenn wir reden ein bisschen lauter und ein kleines bisschen weniger Licht wäre auch klasse, dann würden wir Sie nämlich besser sehen und hätten nicht so das Gefühl, man redet. Ist es möglich? So ein ganz kleines bisschen? Dann haben wir ein bisschen mehr Kontakt zu Ihnen. Auf den ersten Seiten wird also geschildert, wie ein Mensch, ein Reiter, sich dem Schloss von Montaigne nähert. Das Schloss von Montaigne an der Dordogne ist auch heute noch zu besichtigen. Es liegt eben auf einer Anhöhe. Und
Es gibt einen Weg, der nicht einsehbar ist von anderen Hauptstraßen, und den nimmt, wie ich meine, dieser Bote und wird dann hereingelassen an einem schrecklichen, verregneten Wintertag im Frühjahr 1584. Der Mann, der kommt, der Reiter, ist ganz in Grau gewandet. Deswegen heißt er hier zunächst auch der Graue. Der Graue muss blinzeln, denn in dem kleinen Zimmer ist es warm und hell. Beides ist er nicht mehr gewohnt. Um einen dunklen, ovalen Tisch sitzen ein 13-jähriges Mädchen, ihre bald 40-jährige Mutter und ein älterer, kleinerer Mann in Schwarz beim Kartenspiel. Seine Haare sind kurz geschnitten, auf dem Schädel sind, weil seine weiche Mütze auf den Hinterkopf gerutscht ist, nur noch Stoppeln zu erkennen. Sein Bart ist mit weißen Flecken gemustert, um die Augen und den Mund hat er deutliche Lachfalten. Die Haut ist dunkel und selbst am Ende des Winters wie von der Sonne gebräunt. Auf dem Tisch spaziert eine Katze. Alle vier blicken den nassen grauen Mann amüsiert an. Das Mädchen sagt als erste etwas: Man trägt jetzt Grau in Paris? Leonore, sagt ihr Vater, stell dich erst mal vor, denn deine Eltern kennt unser Besucher bereits, auch wenn wir ihn noch nie gesehen haben und nicht mal seinen Namen erfahren werden. Leonore lacht, steht auf und deutet eine Referenz ein. Leonore de Montaigne, Schülerin, Reiterin, Besitzerin dieser Katze und angehende Siegerin dieser Partie Condanade. Leider spielt man es nur zu dritt. Montaigne lässt eine Karte aus der Hand auf den Tisch gleiten. Ich bin der Kreuzbube, wie im Leben auch. Aber das wissen Sie ja längst, Monsieur. Aber sicher sind Sie nicht zum Spielen hier. Der Graue verneint und hebt eine Augenbraue. Mademoiselle, Madame, verzeihen Sie den unangekündigten Besuch. Darf ich Monsieur einen Moment unter vier Augen sprechen? Françoise de Montaigne erhebt sich ebenfalls. Sie trägt ein elegantes, umbrafarbenes Kleid mit einem tiefbraunen Gürtel, an dem diverse Etuis angebracht sind. Ihre langen braunen Haare sind zu einem Zopf geflochten, darüber hat sie eine schlichte Pelzhaube gezogen. Sie blickt den Fremden spöttisch an. Wir sind hier eine Voliere für alle Sorten von Vögeln, und Sie sind grau wie ein Papagei. Ihre Unauffälligkeit ist sehr auffällig, sonst würde ich Sie gern bewirten, unterhalten, aber ich schließe, dass Sie in Eile sind. Dann pausiert sie und wendet sich ihrem Mann zu. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Michaud, wir wissen doch gar nicht, wer das ist. Wie oft habe ich empfohlen, wenigstens einen Wachhund anzuschaffen? Ebenso kann er ein Spion und Türöffner sein für eine Mörderbande, die sich bereits sammelt, um den Überfall zu vollenden. Montaigne schenkt dem Besucher Wein aus einem Krug ein, den eine der Frauen aus der Küche hereingetragen hat. Wenn unser Gast der Pionier einer Mörderbande ist, dann würde er sich nicht so viel Zeit lassen. Dann wären wir längst tot. Liebe Ehefrau, was soll man machen? Er betrachtet den Becher, den er vor seinen Gast stellt. Den probieren Sie mal, ist aus dem letzten Jahr. Meine Frau macht ihn, ich habe nicht das geringste Talent dazu. Die Weine meines Mannes wären als Tinte besser geeignet, das stimmt. Sie lachen. Leonore, jetzt geh in dein Zimmer und lies nicht ewig, sperr auch die Katze aus, sonst weckt sie dich mitten in der Nacht. Leonore macht noch eine Runde um den Tisch, küsst ihre Eltern und die Katze. Als sie gegangen ist, erhebt sich Montaigne und geht durch das Zimmer. Françoise fragt freundlich, was den Grauen herführt, gerade in dem Augenblick, als er zum Becher greift. Montaigne macht eine beschwichtigende Handbewegung. Trinken Sie in Ruhe, sonst verschlucken Sie sich noch. Und dann essen Sie mal eine Pastete. Diese sind mit Wild gefüllt und jene mit Pilzen. Ich kann Ihnen aber auch etwas Richtiges auftragen lassen. Dann wendet er sich seiner Frau zu. Fanchon, während Monsieur zu Kräften kommt, kann ich an seiner Stelle zusammenfassen, was wir hier sehen. Grau in Grau, unser Gast hat die passende Tarnfarbe für diese Saison des Regens und der hohen Flüsse. In Paris heißen er und seine Kollegen Les Grisons. Gewöhnliche Politiker und Adlige, so wie ich, wir arbeiten mit Boten und Briefen. Aber wenn es heikel wird an der Spitze unseres Reichs, dann kommt der Grison. Um dazu zu gehören, muss man nicht nur alles beherrschen, was ein Soldat kann. Was ein Sekretär kann, muss Soldat gewesen sein. Man muss vor allem über ein außergewöhnliches Gedächtnis verfügen. Es heißt, dass manche von ihnen die Bibel auswendig können. Der Grison lacht und hebt beide Hände. Gnade, mein Examen ist schon lange her. Ja, soweit habe ich mir das auch gedacht, antwortet Françoise. Aber wer ist es, der ihn geschickt hat? Ihr Mann, plötzlich ernst, blickt sie ruhig an. Wer wohl?
kann nicht spoilern, man muss ein bisschen Spannung halten. Das ist auch ein bisschen eine Reflexion über Medien und die Frage, wie man etwas übermittelt und was dann passiert. Das ist eigentlich ganz interessant, dass wir da viel zu selten drüber nachdenken, dass die eigentlichen Medien früher schlicht die Menschen gewesen sind. Das ist auch heute noch so. Auch mit die Idee zu dieser Figur bekam ich durch eine Geschichte, die Frank Schirmacher erzählt hat. War nämlich mal in der amerikanischen Botschaft in Berlin, hatte irgendwas zu tun und traf dort auf dem Flur die Bundeskanzlerin. Und die wiederum traf ein Emissär des amerikanischen Präsidenten. Mm, ja, mm. Und es wird auch heute wohl noch so gemacht, dass jemand sich dann auf die Reise macht und das eben auswendig vorträgt. Mm-hmm. Und so, dass es überhaupt gar keine schriftlichen Spuren gibt und man nichts abhören kann. Und dann möglichst eben auch noch völlig, also keine Embleme, keine Abzeichen. Also wir müssten heute dann irgendwie Kleider anziehen, auf denen nicht irgendwie, was weiß ich, North Face oder sonst was draufsteht, sodass man auch überhaupt nicht feststellen kann, genau, zu welcher Gruppe er gehört, also praktisch nicht identifizierbar ist durch keine Wappen, aber auch, dass man eben nicht sieht. Und das spielt nämlich eine ganz große Rolle, dass man nicht sieht, wie reich jemand ist, welche Vorlieben er hat oder wenn er irgendwie unterwegs ist. Also die Leute in diesem Buch sind ständig unterwegs, das ist das eine, und man soll sie nicht erkennen, das hatte Herr Minkmar schon gesagt, deshalb tragen sie eben auch Masken, weil das ein riesiges Netzwerk von Verhandlungen und Diplomatie ist. Was die Leute aber noch viel mehr machen als reisen, ist Essen. In dem Roman wird ununterbrochen gegessen, aber nicht einfach so gegessen, dass sie sich zum Abendessen hinsetzen, sondern liebevoll wird jedes Menü, das bereitet wird, nicht nur beschrieben, sondern es wird im Laufe des Buches auch klar, dass das Essen ein historisches Phänomen ist. Also da ist nicht von Dingen die Rede, nicht so häufig von Dingen die Rede, die wir heute essen würden. Und man lernt auch allmählich, dass man denkt, das ist interessant und warum essen die das? Und dann beginnt man darüber nachzudenken, ja, die hatten ja auch keine Kühlschränke. Ne? Also da ist die Frage, wie konserviere ich etwas? Also wie hebe ich etwas auf? Wie kann ich meine Früchte, es ist ein großes Thema, wie kann man Früchte frisch halten, die nicht in Europa nicht das ganze Jahr wachsen? Was mache ich mit denen? Ich kann die zwar einkochen, aber sind sie halt Kompott. Wenn ich aber eine frische Frucht haben will und dann haben die raffinierte Dinge, dass sie dann irgendwie eisen und in Zucker einlegen und glasieren und so geht das durch das ganze Buch. Und es gibt eben auch zahlreiche Getränke. Schön ist, haben wir gerade schon erfahren, dass Montaigne selber im Bordelais und in Bordeaux lebend keine Ahnung von Wein hat, selber keinen Wein macht. Es ist seine Frau, die Wein macht. Über die Frauen müssen wir nachher noch reden. Das ist sozusagen ein Riesenteil des Buches. Dazu frage ich, das ist ein Teil meiner Frage, aber was Sie auch schon in diesen ersten Zeilen gehört haben, dass es auch um Kleider geht. Also wir haben sofort erfahren, was Frau Montaigne trägt, was sie für eine Haube aufhat und dass sie, und das ist ein liebevolles Detail, typisch für dieses Buch, nicht nur wie die Farbe des Kleides gewesen ist, sondern dass sie einen Gürtel mit verschiedenen Etuis trägt. Und auch da wacht man ja kurz auf und denkt, hups, wozu hat man eigentlich, wir haben das Zeug in den Taschen, warum hatten die denn da so Etuis, was waren in diesen Etuis drin? Und das hat sozusagen mit der, da wird die ganze Art der Menschen, sich zu bewegen, Dinge mitzunehmen, die hatten eben kein Handtäschchen, sondern Etuis hatten andere Art, ihre Schals zu drapieren, hatten andere Unterwäsche. Es ist viel von Schuhen im Übrigen die Rede. Wie kann man sich im Schlamm bewegen? Wie trägt man den nicht in die Häuser rein? Wie kriegt man trotzdem warme Füße, obwohl es überall kalt gewesen ist? Also das ist das Erste, was einem bei diesem Buch gefangen nehmen, muss ich ehrlich sagen. Also diese liebevolle Ausstaffierung der Personen, die einen auf der einen Seite so sinnlich in diesen Text reinzieht und auf der anderen Seite aber auch eine Distanz eröffnet, weil es eben historisch ist und wir vieles nicht. Es gibt sogar Wörter, die man im Deutschen nachgucken muss, weil man die nicht kennt, weil die Dinge bezeichnen, die wir nicht mehr haben. Schreibgeräte zum Beispiel. Wie lange muss man, wo findet man diese Informationen, wie lange muss man lesen, um das alles zu wissen und was muss man für ein Mensch sein, dass man sich mit sowas gerne beschäftigt? Ja, ich habe schon so einen Schreibwarentick, das stimmt. Die
Französische Geschichtsschreibung hat sich ja viel mit Alltagsgeschichte beschäftigt, aber ich habe es wirklich in so alt, ganz alten Büchern gefunden, also aus den 20er Jahren, die das aus Werken aus dem 19. Jahrhundert abgeschrieben hatten. Das ist eben die Disziplin der Volkskunde, die es in Deutschland auch schwierig hatte und manchmal so ein bisschen Folklore ist von Modemuseen und eben so Handwerksmuseen kümmern sich immer noch um diese Überlieferung. Aber ich hatte so große Kompendien zu Hause für all diese Fragen und habe auch selber viel gelernt. Das Essen ist ja bis heute in Frankreich ein wichtiger Indikator. Also wenn ich Freunde in Paris treffe und sage, was macht denn der von unseren alten Bekannten aus dem Studium oder die? Und dann ist die erste Antwort nicht irgendwie, was sie verdient oder wo sie wohnen, sondern oft, oh, die haben gar keine Zeit zum Essen oder die kommen zu nichts mehr. Oder im Gegenteil, die haben sich in die Provinz zurückgezogen, denen geht es prächtig, die können jeden Tag aus dem eigenen Garten sich die Sachen holen und so weiter. Also das ist immer so eine Eröffnung. Und damals Bürgerinnen und Bürger von Paris haben das eben als schlechte Zeit empfunden. Das war auch so, und das Zeichen dafür waren die Schafe. Das war relativ eine neue Sache, dass man eben Schafsfleisch da gegessen hat zu der Zeit. Und die Leute haben es gehasst, die wollten lieber, was sie kannten, Rindfleisch und Fisch und andere gute Sachen. Und immer diese ganzen Schafe überall, das hat man dann mit dieser unglücklichen Regentschaft von Heinrich III. In Verbindung gebracht. Also das ist immer so ein Schlüssel, um das zu öffnen. Aber es ging mir in der Tat darum, diese praktische Seite darzustellen, weil auch so Ideen von Männlichkeit damit eine Rolle spielen. Ne? Also sowohl der König Heinrich III. War ein exzellenter Krieger und trug aber immer eben weiße Strümpfe und kurze Hosen, also so eine Art Shorts, praktisch weiße Strümpfe und Perlenohrringe und hatte die ganz interessante Mode eingeführt, dass alle Männer die Schuhe 3 Nummern kleiner tragen mussten. Und es galt irgendwie, es ist sehr schwer, aber es ist möglich, wenn man lange massiert, wenn man dehnbares Leder hat und so weiter, haben sie es irgendwie alle geschafft. Und dann hatte er so eine Mode, ja, eine ganz androgyne Mode, dass man eben ganz schlank ein bisschen Taille betont als Mann, aber das galt eben als männlich. Dann war ihm das wieder irgendwie zu bescheuert und dann hat er gemeint, ich will jetzt auch mal ein bisschen Männer um mich haben, Ratgeber, und, die was darstellen, die einen Bauch haben. Und dann gab es diese Mode der künstlichen Bäuche. Also die haben dann mit Federn sich dann sowas vorgeschnallt, damit sie wieder etwas mehr Gravitas bekamen. Dieser Wahnsinn, der in Paris bis heute irgendwie manchmal zu beobachten ist in der Modewelt, der begann damals. Und auch Stoffe spielen eine große Rolle. Also das sind ja auch so Dinge, dass man sich überlegt, woher kommen eigentlich die Stoffe in Europa und woher kommt unsere Baumwolle, woher kommt unsere Seide, wie kommt eigentlich, also wie sieht es anders aus, wenn man plötzlich Samt anziehen kann, was kann man daraus machen, was hat und tatsächlich, wie bewegt man sich dann? Also spielt auch eine relativ große Rolle natürlich, wie sich Menschen in unterschiedlichen Stoffen dann auch bewegen. Also man kann da sehr viel lernen, man kann auch sehr viel übers Schreiben lernen, über Schreibwerkzeuge. Das ist eigentlich auch noch schön, oder? Also wie kompliziert es ist und tatsächlich, was das für eine, ich weiß nicht, so wie wir heute in die Läden gehen, stundenlang, vielleicht nicht ich, aber andere Leute stundenlang überlegen, welches Handy sie kaufen, geht es da dann zum Beispiel um Tinten. Und also Tinten sind wahnsinnig wichtige, also hat auch was mit eigener Identität zu tun, also Siegel sowieso, aber Tinte auch. Ja, ja, und es sind auch politische, es gab ja die Geheimtinten und es gab angeblich, hatte Katharina von Medici vergiftete Tinten, mit denen sie dann Leute um die Ecke gebracht hat und da gab es eine ganze Riesenmythologie über die Tinte, aber wenn man heute noch, das hatte ich für meine Dissertation gemacht, diese Texte aus dem 16. Jahrhundert studiert, das ist so handfaltiges Papier, weil es aus Kleidern, aus Handfasern gemacht wurden, recycelt wurde und das ist ganz frisch, besser als unser heutiges Papier und diese Tinte und das ist wie aus dem Laserdrucker, ja, es ist so scharf, die haben wirklich was hinbekommen mit diesen Mitteln, also da kann man wirklich auch Respekt vorhaben, aber genau, eine zweite Figur ist eben auch ein Schreiber, um den auch noch einzuführen, der zu Montaigne dazustößt und als sein Sekretär arbeitet. In der Italienreise, die ich schon erwähnt habe,
Lester schreiben. Ne? Der Vater von Montaigne hatte so eine Italienreise gemacht und hatte so ein Tagebuch geführt. Das fand er super, das ist leider verschollen. Und als Montaigne selber seine Italienreise machen konnte, hat er gesagt, sowas will ich dann auch haben, dann nehme ich mir aber einen Sekretär mit, damit ich nicht dauernd schreiben muss. Und der verlässt ihn dann, ich glaube, sie streiten sich und Montaigne muss dann doch den Rest der Reise selber schreiben. Aber dass es so eine Figur gibt, in dem Fall ist es dann der Neffe dieses ursprünglichen Sekretärs, der so an der Seite ist von Montaigne, das ist auch so ein, dass man nicht nur Geschichte von oben macht, einfach so eine Idee, ne? Sondern die auch Heinrich der Vierte, später auch Henri IV., ganz berühmte und ganz begnadete Sekretäre, die eine Menge handwerklich machen mussten, aber eben auch Diplomaten sein mussten, so, die vergessen sind, mehr oder weniger. Mhm. Also wir richten, dass man das noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf hat. Darum ganz mehr. Und der macht so ein ganzes zweites Panorama auf, weil der ganz andere Freunde hat und Freundinnen und eine zweite Familie und eine ganz komplizierte Mutter und eine witzige Schwester. Und das ist sozusagen eine Art zweites, wie so eine zweite Bühne, auf der sich noch ganz viele andere Verwicklungen auch, aber auf der sich noch ganz andere Dinge abspielen, die auch anders essen, die anders unterwegs sind, sodass der Roman auch so eine Tiefenschärfe kriegt und wir nicht sozusagen ständig nur auf dem diplomatischen Parkett unterwegs sind. Eine Tiefenschärfe bekommt der übrigens auch durch die vielen, vielen, vielen Frauen, die eine Rolle spielen und die vielleicht für unsere heutige Perspektive für Leser und Leserinnen, die sich die wir ja gerne so eine lineare Geschichtsvorstellung haben, alles wird immer besser und alles wird immer irgendwie emanzipierter und alles wird immer libertärer und befreiter und so, und das ist gerade nicht so. Also wir haben da wirklich wichtige und sehr selbstbewusste, vor allem auch witzige und kluge und vor allem mächtige Frauen. Ja, die eine wichtige Quelle ist ein Buch. Das sind die Memoiren von Marguerite von Valois, das ist die Tochter von Katharina von Medici, Schwester des Königs und damals auch Ehefrau von Henri de Navarre, der es wirklich nicht leicht hatte im Leben und auch noch diese Ehefrau, also beide hatten es nicht leicht miteinander. Und diese wahnsinnig tolle Frau hat eben Memoiren geschrieben, die sind nur als Fragment erhalten und ich will jetzt hier nicht billigen Feminismus machen, aber es ist so, wenn Sie Montaigne die Bücher bestellen in Frankreich, kommen die wie das Exemplar von Celan auf den Leder gebunden mit Goldschnitt und von Henri IV ist alles in Leder gebunden und von Brantôme und wie sie alle heißen. Wenn Sie das Buch von Marguerite de Valois bestellen, dann kommt so ein Taschenbuch, also es ist die einzig verfügbare Ausgabe, ein neongrünes Taschenbuch für 9 € von den Presse Universitaire de Saint-Étienne. Ja. Das ist jetzt nicht gerade der erste Verlag in Frankreich. Und Sie schlagen es einmal auf, dann zerfleddert es schon, aber der Inhalt hat es echt in sich. Sie ist die Augenzeugin der Bartholomäusnacht. Und beschreibt uns alle Darstellungen, die sie kennen in den Filmen mit Isabelle Adjani und diese riesigen Bestseller von Hugo und von Alexandre Dumas über die Bartholomäusnacht, fußen auf dieser Quelle. Also sie ist überhaupt die Einzige und alles, was man an Filmen und daraus gemacht haben, ist sozusagen auf ihrem Mist gewachsen. Und das ist eine wahnsinnig berührende Schilderung, sehr, sehr klug. Und sie war zugleich auch eine der frühen Förderinnen von Michel de Montaigne. Ganz tolle Frau. In Frankreich heute leider ein bisschen vergessen, aus vielen Gründen. Und auch darum ging es mir halt in dem Buch, nochmal an solche Frauen zu erinnern. Oder Katharina von Medici. Also unsere Marguerite wird in Frankreich so in der populären, wenn Sie mal einen Fernseher einschalten, geht es in Frankreich viel um Nationalgeschichte. Es wird viel wieder dargestellt, aber da ist eben Marguerite ja so eine bessere Nymphomanin, ja, weil die viele Freunde hatte. Und Katharina von Medici ist die Giftmischerin. Na, man hat nach der Französischen Revolution alles, was sozusagen ausländisch war und katholisch und monarchistisch, hat man echt verbannt in den Keller des Unmenschen. Aber das sind Frauen, die das Land echt lange zusammengehalten haben. Und Marguerite hat eben erfahren müssen, dass am Tag ihrer Hochzeit, eigentlich am schönsten Tag ihres Lebens, mit dem jungen Navarre da in Notre-Dame die Sonne schien, das mündete in der Bartholomäusnacht, also dem schrecklichsten Ereignis der französischen Geschichte der Zeit. Und da wollte sie, glaube ich, und Navarre auch immer wieder rauskommen. Und die haben gesagt, wir können doch jetzt nicht unser Leben lang mit diesem Unglück verbunden sein. Wir müssen doch jetzt einen Weg finden, da irgendwie was anderes anzubieten zu haben und anders in Erinnerung zu bleiben. Hm.
Und muss man vielleicht dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht finden Sie mich jetzt auch blöd, dass ich das sage und alle wissen es im Raum, aber die Idee, die hinter dieser Hochzeit war, erstens war es die Idee der Mutter von Margarete, also von Katharina de' Medici, und die Vorstellung, dass eben ein Protestant eine Katholikin heiratet und dass auf diese Weise eine Ehe den Frieden stiften sollte. Und das ist natürlich wahnsinnig schief gegangen, wie häufig. Ja, genau. Das war damals keine Liebesheiraten, sondern die wusste schon als Fille de France und als Prinzessin, dass sie halt entweder portugiesischen Thronfolger heiraten kann, nach Schottland gehen kann, also wie die arme Mary Stuart, oder oder ein anderes Schicksal. Das war auch völlig okay, so wie Inambara auch. Aber sie hat dann doch gemeint, es hat eigentlich ganz gut angefangen mit ihm. Sie haben sich eigentlich ganz gut verstanden. Einmal konnte sie ihm auch das Leben retten, weil Navarre hatte so einen Fluchtversuch unternommen, war in der verschärften Hugenottenverdacht geraten, wurde festgenommen. Und wie viele Politiker war er daran gewohnt, dass ihm jemand die Reden schreibt. Die haben natürlich ihre Reden auch nicht selber geschrieben. Und da hat er gesagt, ich muss mich irgendwie verteidigen, kann man mir ja jetzt mal einen Sekretär bringen oder irgendwas. Und die haben gesagt, nee, du bist ja verhaftet. Und dann hat sie gesagt, naja, dann kann ich doch die Rede schreiben. Und der so, du kannst schreiben und so. Und dann hat die eben den Diskurs geschrieben, der heute in ihren Werken auch aufgenommen ist. Und damit hat sie ihm wahrscheinlich den Kopf gerettet. Und Frankreich einen König. Ja, genau. Aber jetzt lesen Sie doch noch mal ein Stückchen, oder? Sehr gerne. Die Geschichte geht so weiter, damit man das versteht, dass eben Montaigne und seine Frau nach Paris eingeladen werden und dort eben Gespräche zu führen haben, erfahren, wie die Lage ist mit dem Thronfolger und von Katharina von Medici beauftragt werden. Aber sie gucken sich natürlich auch die Stadt an. Und Paris hatte damals Notre Dame und den Louvre, die Sehenswürdigkeiten, die wir heute kennen, aber noch eine dritte Sehenswürdigkeit, die sich alle angeguckt haben. Nämlich eine Richtstadt. Und die war etwas außerhalb. Nämlich, das ist der Gibet von Montfaucon. Wir fahren also mit der Kutsche hoch und Montaigne will schon gar nicht aussteigen, weil er schon weiß, was das ist. Aber Montaignes Frau beugt sich vor in der Kutsche. Michou, ich möchte mir das jetzt doch mal anschauen. Sie öffnet die Tür und bittet ihren Freund Julien, sie zu einem Gang um die Richtstadt zu begleiten. Das dauert, denn dieses Bauwerk ist so groß wie eine Festung. Alles, das sieht Françoise auf den ersten Blick, ist mit den besten verfügbaren Materialien erbaut worden. Zum hellgrauen Himmel ragen 16 Kolonnaden, deren Säulen aus Granitblöcken gefertigt wurden und die durch Balken aus massivem Eichenholz miteinander verbunden sind. Je drei übereinander, eine an der Spitze, eine auf mittlerer Höhe und eine im unteren Bereich, wie bei einem Regal. Es ist der beeindruckendste moderne Bau, den sie in Paris zu sehen bekommen hat. Mit dieser Anlage möchte die Stadt im Gedächtnis bleiben und so möchte sie Besucher begrüßen. Und dann hebt sie den Blick, obwohl ein heftiger Ekel sie erfasst und sie erkennt eine bunte Reihe von Leichen, die an Ketten im Wind hängen. Es erinnert an eine höllische Wäscheleine, denn die Toten baumeln in unterschiedlichen Formen und Farben. Sie tragen die Kleider, in denen sie festgenommen, befragt und hingerichtet wurden. Die Enthaupteten sind in einem Sack festgemacht, die Gefolterten unter den Achselhöhlen. Manche Kadaver sind nur noch Knochen und schwarze, verweste Haut. Es ist ein Festessen für Aasfresser zu Lande und in der Luft. Françoise hat so etwas noch nie gesehen und kennt auch keine Frau, die so etwas ansehen musste. Sie tritt einige Schritte zur Seite und übergibt sich. Dann treffen sie Monsieur Jacques, den Hochgerichtsmeister von Paris, den Henker. Monsieur Jacques sucht nach Worten. Seine Hände sind gepflegt, er wirkt wie ein Gelehrter oder Künstler. Es ist, wenn man zu uns kommt, kein stummer oder elender Tod, wissen Sie, das ist mir wichtig. Das Leben der Menschen davor ist geplagt von Sorgen, von Gewalt und sie sind stumm. Niemand hört ihnen zu, außer den Heiligen. Aber der letzte Tag, der Tag ihrer Exekution, ist etwas Besonderes, der gehört nur ihnen. Sie dürfen mich nicht auslachen, er blickt sie blinzelnd hinter seinen ovalen Brillengläsern an. Aber ich habe manchmal das Gefühl,
dass es der schönste Tag im Leben der Verurteilten ist. Doch wirklich, sie sind aller Sorgen ledig. Keine Schulden müssen bedient werden, keine Mietzahlung ist mehr wichtig, keine Krankheit plagt sie und ihr Gewissen können sie befreien. Françoise widerspricht höflich: Ich teile Ihre Meinung hinsichtlich der Schwere des Lebens von zu vielen Menschen, aber es muss doch andere Wege geben, außer dem das Leben, das der Herr Ihnen geschenkt hat, zu verbessern, indem man es beendet. Und sei es noch so kunstfertig, es muss euch doch widerstreben, diese Qualen zu bereiten, all das Blut. Schon, aber einfach ist unsere Arbeit nicht, glauben Sie mir. Ich muss meine Auszubildenden nach Sparten rekrutieren und unterweisen. Unser Handwerk ist äußerst vielfältig. In der Arbeit am Menschen, wie ich es nenne, ist es schon mal der große Unterschied, ob der Tod schnell oder langsam kommen soll. Wir haben Spezialisten für die unterschiedlichen Gliedmaßen, für Zungenstrafen, für Erblinden. Das muss langsam gemacht werden, mit Fingerspitzengefühl. Eine simple Hinrichtung hingegen muss schnell gehen. Die mache ich dann selbst. Aber sonst haben Sie recht, Madame. Ich würde mir weniger Körperstrafen und Hinrichtungen wünschen, mir Leder verarbeiten, andere schöne Handwerke entwickeln. Aber die Zeiten sind nicht danach. Dann zieht er einige Zeichnungen aus seinem Wams und rollt sie aus, dreht sie zu Montaigne und Françoise hin. Ich überlege zum Beispiel, nach welcher Methode es möglich wäre, zu befragen, ohne den Körper zu verletzen. Auf dem Lettern sieht man ein Feld, auf dem eine Grube in der Form eines umgedrehten Kraters, eines umgedrehten Kegels ausgehoben wurde. Der Krater ist oben weit offen, der sich in den Boden hinein verengt. Monsieur Jacques erläutert seine Skizze mit einigem Stolz. Sie müssen es sich bei regnerischem Wetter vorstellen, das wir ja in Paris oft haben. Der Delinquent wird in diese Grube gestoßen, es wird ihm weiter kein Haar gekrümmt. Allerdings findet er keinen Halt, kann sich weder hinsetzen noch stellen oder gar liegen. Unten bildet sich eine Pfütze, zu der er unweigerlich hinrutscht. Françoise blickt ihren Mann voller Entsetzen an. Beide schweigen. Nach meinen Vermutungen dauert es keine 2 Stunden, bis er nachgibt, ohne dass Blut fließt. Und dann was tut, fragt Montaigne. Er gesteht natürlich, was auch immer, das brauchen wir ja vor Gericht. Oder er wechselt die Konfession. Hat er dies vollzogen? Gibt es keine Spuren oder Narben? Alles ist sauber und vernünftig beendet. Haben Sie das schon mal probiert? Jacques nickt ernst. Einige Male schon mit verurteilten hugenottischen Buchhändlern. Leider ließen wir sie zu lange drin, einmal etwa 24 Stunden. Sie verloren sehr schnell völlig den Verstand, blieben ansonsten aber gesund. Auf der Rückfahrt von Montfaucon schweigen alle. François sagt als Erste wieder etwas. Michaud, Julien, ich weiß nicht genau, was ihr so redet oder wer der kommende König wird, aber ich spreche aus, was auch ihr denkt, hoffe ich. Diese Anlage, diese von Menschen hergestellte Hölle auf Erden, muss aufhören zu arbeiten. Sie muss abgerissen und vergessen werden. Oder man wird uns später für die letzten Barbaren halten. Die Leichen dieser armen Menschen haben es uns geflüstert. Es muss aufhören. Michaud, hörst du? Daran wirst du und der, den du unterstützt, gemessen, ob dieser Horror endlich aufhört. Alles andere, katholisch, protestantisch, das ist weniger wichtig. Die Grausamkeit ist es, die wir hier abstellen müssen. Montaigne sagt nichts mehr. Tränen laufen ihm über beide Wangen. Und es ist auch so, dass eine der ersten Amtshandlungen von Heinrich dem IV. Nach seinem Einzug in Paris war, dieses Ding abzureißen. Da fallen uns wahrscheinlich allen die aktuellen Parallelen ein, die ähnlich schrecklich oder vielleicht noch schrecklicher sind. Das ist auch keine aufsteigende Erfolgsgeschichte. Aber ich würde eigentlich jetzt lieber vielleicht noch mal an einen anderen Ort gehen, der etwas schöner ist. Also Montaigne ist, viele kennen die Geschichte von seinem Arbeitszimmer oder manche kennen das zumindest. Wir haben vorher schon mal kurz darüber geredet, es gibt so ein paar Philosophen, deren Arbeitszimmer man kennt. Also man kennt Nietzsche und Sils Maria vielleicht. Vielleicht auch Hegel und den Tübinger und das Tübinger Stift oder auch andere Gebäude, mit denen man was verbindet. Aber tatsächlich ist Montaigne und sein Turm, die sind so richtig zusammengewachsen und er schreibt natürlich auch immer wieder über seinen Turm, spricht auch, erzählt auch ein bisschen in dem, hier in dem Roman, wie gern er sich in seinen Turm zurückzieht und wie er ihn heizt und wie kühl es da im Winter ist und aber das Schöne, glaube ich, an diesem Turm, und deshalb mögen wir ihn alle auch so, dass er
ausgestattet ist mit den Lieblingszitaten von Montaigne. Er hat in jedem Balken, an jeder Stelle, hat er sozusagen auch von seinen Lieblingsautoren, es gibt, glaube ich, keine Frau dabei, Lieblingsautoren, Lieblingszitate. Und die sind tatsächlich gar nicht solche Standardzitate. Also es sind bei weitem nicht nur Bibelzitate natürlich, es sind sehr viele von antiken Autoren und auch nicht nur diejenigen, die man so ganz selbstverständlich gelesen hat. Man kann sich am Ende viele Gedanken machen darüber, ob er damit signalisiert hat, welcher philosophischen Richtung er anhängt. Und da gibt es natürlich irgendwie 1000 Bücher drüber, brauchen wir jetzt auch nicht darüber sprechen. Aber irgendwie hat er das so gemacht, also er hat sich praktisch ein Arbeitszimmer eingerichtet, das selber wie so eine Art Buch war oder wie seine wichtigsten und hat sich da umgeben mit seinen Freunden aus der Geschichte und vielleicht auch mit seinen Ratgebern. Und das ist jetzt, er schreibt dann, wenn ich zu Hause bin, widme ich mich den Büchern etwas häufiger. So lautet das in dem Roman von meiner Bibliothek aus, überschaue ich mein ganzes Hauswesen mit einem Blick. Sie liegt über dem Eingangstor und ich sehe unter mir meinen Garten, meine Stallungen, meinen Innenhof und Teile meines Anwesens. Hier also bin ich ganz zu Hause. Und jetzt wäre so die Frage, wenn man sich diese Zitate anguckt und dieses dort zu Hause sein, dann sagt das ja schon ganz viel über auch die Philosophie von Montaigne, über die wir jetzt schon auch noch mal ein bisschen sprechen müssen. Also nicht nur über die Politik, sondern auch über die Philosophie, oder? Ja, genau. Er ist kein akademischer Philosoph in dem Sinne, dass er so ein Gedankengebäude errichtet hat oder eine Systematik oder irgendwas in der Art. Es gibt einen philosophischen Leitspruch vor allem von ihm und das ist sein skeptisches Mantra, que sais-je, ja, was weiß ich schon. Das heißt, ein bisschen so eine Anklang an das Sokratische, ich weiß, dass es nichts weiß, aber es ist noch etwas offener. Als Frage, ich glaube, es war auch ein bisschen eine Lebensversicherung, ganz ehrlich, weil damals war es unheimlich schwer, unheimlich gefährlich, irgendwelche Meinungen zu äußern, weil die Sorbonne, die Theologie und die katholischen Ultras unheimlich gewacht haben, dass man da nicht von der reinen Lehre abweicht, aber die Hugenotten waren auch nicht ohne. Insofern war immer dieses Cussage, konnte man sich immer wieder so ein bisschen relativieren, zurückziehen. Zugleich ist es auch eine Einladung, ist eine Aufforderung. Ja, was weiß ich schon, ist eine Aufforderung, glaube ich, an das Gegenüber, auch was beizutragen. Ja, auch was, vielleicht weißt du ja etwas, was ich nicht weiß und so kommt man zusammen. Das ist diese Offenheit. Wir waren auch heute haben mal geschaut, wer alles Bezüge zu Montaigne hat. Das ist ganz unglaublich, auch im 20. Jahrhundert. Montaigne ist so ein bisschen das, wie so beim Jazz ist das. Ja, da gibt es so immer so Motive vor und die Leute improvisieren dann in dem, was sie gerade beschäftigt, weiter. Und das ist auch seine Art, Philosophie zu betreiben. Ne? Oft geht er so von einem Zitat aus und entwickelt Erinnerungen, führt zu anderen Autoren. Es ist immer so ein Spaziergang durch die Philosophie, die er hat. Es gibt so ein paar Orientierungspunkte. Das eine ist seine Ablehnung von Grausamkeit. Was man bei ihm nie findet, ist so ein Versprechen, so ein theologisches Versprechen auf das Jenseits oder auf Erlösung. Es geht nur um reine irdische Kategorien, ein bisschen wie beim Buddhismus. Und sehr viel um Lebenspraxis. Humor ist auch relativ wichtig, aber es ist unheimlich vielfältig, weil die Neugier ihn eben immer wieder antreibt. Also er ist eigentlich jemand, der sich auch, Humor klingt jetzt ein bisschen anders, aber beschäftigt sich mit dem Tod, aber nicht in einer Art und Weise, es wird nicht die Frage gestellt, was ist danach, sondern wie können wir dafür sorgen, dass wir dem Tod einen Platz im Leben einräumen, klingt es auch blöd, sondern dass man mit dem Tod lebt. Also er sagt einmal, autant lui l'étrangeté, pratiquons-le. Das klingt eigentlich ganz komisch. Also nehmen wir dem Tod die Fremdheit. Also machen wir aus dem Tod nicht das ganz andere. Und pratiquons-le heißt eigentlich, praktizieren wir den Tod. Also nicht im Sinne, dass wir unsere Nächsten erschlagen,
sagen, sondern dass er sagt, le continuel ouvrage de notre vie, c'est bâtir la mort. Also das ist sozusagen die Aufgabe, ouvrage, also das Werk, das wir mit unserem Leben zu tun haben, ist, dass wir den Tod bauen oder vielleicht könnte man auch sagen, also uns unseren Tod so bauen, dass er Teil unseres Lebens ist und nicht das ganz andere. Das klingt ein bisschen epikureisch, muss man sagen, würde mir natürlich passen. Das hat Frau Richter ja vorher schon gesagt, dass ich mich lang mit dem Epikureismus beschäftigt habe und tatsächlich, weil Epikur so unglaublich angefeindet wurde von christlichen Theologen, ist es häufig über diese lukretische Philosophie, dass man Epikur zitiert hat und der findet sich also an mehreren Balken und über 150 Mal zitiert in den Essays und wahrscheinlich sogar noch häufiger auch andere Texte von Lukrez, also von Lukrez und Epikur. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Frage, mir geht es eigentlich nur gut, wenn ich diese dauernde Verkrampfung und diese Angst vor dem Tod in irgendeiner Weise mir vor Augen führe und sie lebbar mache. Ja, das war ja sozusagen, das ist ja für uns heute ein Problem oder ein Thema, was manchmal auftritt und das, mit dem wir in Schicksalsschlägen oder in Krankheiten konfrontiert sind, schlimm genug, aber damals war das wirklich Alltag und sie mussten sich ganz klar, auch Epikur zu seiner Zeit und auch Montaigne, sich fragen, wie kriege ich den Kopf frei, ja? Wie kann ich überhaupt, die Leute fallen teilweise reihenweise neben mir um und legen sich hin und sterben oder ich werde erschossen, während ich einen schönen Spaziergang mache, schießt man auf mich, das passiert sehr oft, mein Haus wird überfallen, ich werde vergiftet, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, verdammt. Also man hatte die Wahl, möglichst schnell zu sterben. Das war im Grunde das Wahrscheinlichste. Und Bordeaux wurde mal da von so einer kleinen Pestwelle heimgesucht, da war die Todesrate 50% gewesen. Das heißt, so die Leute fallen, sterben wie die Fliegen. So, und wie mache ich trotzdem weiter? Ja, wie kann ich überhaupt einen Gedanken fassen und gestalte ich meinen Alltag, pflege Freundschaften, die Liebe ist bei ihm auch sehr wichtig und so, wie geht es überhaupt weiter? Und das üben die. Also das ist wirklich eine Praxis, glaube ich, die einem, die am Anfang steht, deswegen sagt er, es ist der Beginn der Philosophie, dass wir uns an den Tod gewöhnen, aber gar nicht so, dass wir uns jetzt hinlegen, jede Mahlzeit als die Henkersmahlzeit sehen und im Sarg schlafen, ja, weil es gleich alles aus ist, sondern im Gegenteil, uns so des Lebens freuen und diese Energie daraus ziehen, dass wir eben lieben können, dass wir schreiben, lesen können, dass wir unterwegs sein können und aus jedem Moment so was ziehen, was uns dann stark macht. Ich glaube, ich kenne mich nicht so gut aus, aber in diesen ganzen Resilienzforschungen und in diesen, was heute die Neurowissenschaften machen, würde man zu ganz ähnlichen Empfehlungen kommen. Zu genau den gleichen, ehrlich gesagt. Also wenn man sich das anguckt, ist ganz lustig, spricht niemand je von diesen Sachen, aber wenn wir die Ratschläge von Epikur angucken, der übrigens auch ein Briefschreiber war, ne? Also ja. der hat im Grunde auch der hat eine systematische Naturphilosophie, die zu großen Teilen verloren gegangen ist oder verkokelt irgendwie, verbrannt und nicht im Moment kaum, immer noch nicht wirklich lesbar. Und die anderen Sachen sind aber tatsächlich so Ratschläge, ne? Und da haben wir wirklich sehr schöne auch Briefe, dann schreiben Schüler irgendwie aus Kleinasien und sagen, was soll ich denn machen? Ich esse so wahnsinnig gern, aber wir sollen doch nicht so viel essen und uns immer den Bauch so vollschlagen, hast du uns gesagt, also anders als wir immer tun. Also die haben nicht gefressen und geföllert, sondern die haben irgendwie eigentlich ganz frugal gelebt und dann schreibt er so freundlich zurück und sagt, jetzt mach dir doch keinen, sondern zerbrich dir doch nicht den Kopf einfach. Jetzt iss so viel du magst, aber eben auch nicht mehr. Und also das ist so, horch in dich rein und merke, wenn es zu Ende ist. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Sexualität. Da gibt es auch einen ganz rührenden Brief, wo irgend so ein junger Mann schreibt, ich liebe die Frauen doch so sehr. Und er schreibt dann, keine Sorge, es geht von selber weg. Mhm. Also, das ist eigentlich so ganz eine freundliche Philosophie, die auch ihre strengen Seiten hat, weil man es eben nicht übertreiben soll. Und im Übrigen mit dem Tod, es gibt in dem Roman auch eine wirklich anrührende Stelle, wo Katharina von Medici sagt, ich habe 10 Kinder geboren. Ich habe lange gar keine Kinder bekommen und dann habe ich Gott sei Dank 10 Kinder bekommen und von denen haben nur 2 überlebt und die bekriegen sich jetzt. Aber wenn man sich vorstellt, dass man 8 Kinder, ich habe das dann natürlich auch nachgeguckt, die sind viele am Tag der Geburt gestorben, viele aber auch 2 oder 5 Jahre geworden, also so, wo man schon eine richtige Bindung zu einem Kind aufgebaut hat. Also 8 Kinder zu begraben ist schon wirklich eine
das muss man, also das ist eine unglaubliche Sache. Was ihn sehr beschäftigt, Montaigne, in seinen Essays, aber auch hier in dem Buch, das ist übrigens eine ganz wichtige Sache, ist der Tod seines Freundes tatsächlich. Also das ist auch der Moment, in dem er dann wirklich beginnt, darüber nachzudenken. Und diese, da verbindet sich sozusagen seine Todesphilosophie oder seine Todes, die Reflexion auf den Tod und die Reflexion auf die Bedeutung der Freundschaft. Und das ist übrigens tatsächlich ein biografisches Detail von Montaigne, aber auch der Kern der Philosophie von Epikur im Übrigen, der praktisch ja eine Kommune gegründet hat und seinen Schülern immer sagt, also vergesst die Familie, das ist wahnsinnig stressig. Familien sind irgendwie immer Unheil. Was ihr machen müsst, sucht euch Freunde. Sucht euch gute Freunde und lebt mit denen und dann geht es euch gut. Und so ein bisschen ist es bei Montaigne auch. Und dann hat er das wahnsinnige Pech, dass dieser geliebte Freund und Ratgeber viel zu früh stirbt. Es ist auch unser Glück, weil ich glaub nicht, dass Montaigne sonst geschrieben hätte. Dieser frühe Schock und das beginnt, das Erste, was er so schreibt, ist ein Brief vor den Tod von La Boétie schildert und so kommt er ins Schreiben und ich glaube auch, dass die Essays so ein Ersatz sind für die Gespräche mit dem Freund. Etienne de La Boétie, über den nicht sehr viel bekannt ist, komischerweise, und der wäre ohne Montaigne komplett vergessen. Also das kann man schon sagen und es ist auch ein bisschen umgekehrt so, wenn nicht dieses Thema da gewesen wäre, um ihn einzuführen. Die ersten Essays und die ersten Druckwerke, die Montaigne gemacht haben, waren immer an lokale Politiker, um nochmal zu erinnern an den guten Etienne de La Boétie, der doch so jung gestorben ist. Also die beiden, sozusagen die Zusammenarbeit geht auch über den Tod hinaus. Vielleicht wäre das jetzt der Moment, wo wir, denn ich hatte ja ein kleines Problem. Denn man kann kein Buch über Montaigne schreiben, ohne Etienne de La Boétie vorkommen zu lassen. Nun ist er aber schon lange tot, als mein Roman beginnt. Aber ja, macht nichts. Ne? Ich habe hier eine Szene, wo sie den Besuch von Navarre auf dem Schloss vorbereiten. Und Montaigne ist noch in Bordeaux. Also wir kennen den Turm übrigens, falls Sie noch nicht da waren, unbedingt Besuchsempfehlung. Ist wunderschön an der Dordogne, aber die meiste Zeit seines Lebens hat Montaigne schon in Bordeaux verbracht, wo er zweimal Bürgermeister war, wo er groß geworden ist, zur Schule gegangen ist. Und das Familienhaus ist dann auch immer noch da, sehr eng, kann man auch heute noch besichtigen. Und eines Morgens hat er eben große Schmerzen mit den Nierensteinen, setzt sich hin zum Arbeiten mit seinen Papieren. Und als er dann Schreibzeug und Tinte und alles hat, sich in sein Kaninchenfell gemümmelt hat, die Katzen ihn verscheuchen wollen, dann irgendwann beginnt er, morgen, Grauen ist noch in weiter Ferne. Und neben ihm hat auch jemand Platz genommen. Sein Freund blickt konzentriert auf diverse Schriftstücke. Etienne de La Boétie wurde noch von niemandem eine Schönheit genannt und bemüht sich zum Ausgleich um radikale Eleganz. Heute trägt er ein hellgraues, eng sitzendes italienisches Ensemble aus silberdurchwirkter Seide mit Brokatknöpfen, dazu weiße glatte Strümpfe und silberne weiche Schuhe. Der aktuellen Mode folgend hat er sie einige Größen kleiner gewählt. Der silberne Kragen ist schmal und fest, kaum noch zu erkennen. Das Haar ist gepflegt kurz, eine Strähne fällt ihm in die Stirn, der Bart frisch und exakt gestutzt wie ein Satzzeichen. »Sag mal, Michaud«, fragt er seinen Freund, ohne sich mit einem Morgengruß aufzuhalten, »was gibt's eigentlich zu essen an dem großen Tag? Ich habe immer noch keine Speisenfolge zu lesen bekommen. Oder bin ich gar nicht eingeladen?« Er verzieht sein Gesicht zu einer schmollenden Miene. »Kommst du jetzt jeden Tag? Mich plagen gerade solche Kopfschmerzen. Das war eine Nacht. Ich bin ganz erledigt. Das ist, weil du ansonsten zu lange schläfst. Gar nicht gesund. Ich hingegen? Du schläfst nicht, ich weiß. Es hat Vor-, es hat auch Nachteile. Dann widmen sich beide eine Zeit lang schweigend ihren jeweiligen Arbeiten. Das haben sie schon früher so gemacht, gemeinsame Studierstunde.« Nach einer Weile seufzt Montaigne über die protokollarischen Zumutungen, wer sich wem nicht begegnen kann. Die beiden Lager haben schon ihre Forderung geschickt. Wie soll ich das mit nur einer Treppe hinbekommen, stöhnt Montaigne. Wir sind doch nicht im Louvre. Etienne kichert. Mein armer Freund, in was für Laken hast du dich nur gebettet? Ich habe mir das nicht gewünscht, das weißt du genau. Ärgere mich nicht am frühen Morgen.
Früher Morgen, für die arbeitende Bevölkerung ist es längst Zeit für ein zweites Frühstück. Weißt du, woran ich denke? Ein noch warmes Stück Brot mit frischer Butter und fein geschnittenem, fast durchsichtig gehobeltem Knoblauch drauf, wie wir es immer am 1. Mai gegessen haben. Es ist tiefster Dezember und außerdem, du isst nichts mehr. Etienne lacht. Naja, wenn er kommt, schaffst du es, dass er konvertiert? Sonst kannst du es ja gleich vergessen. Etienne, schaffst du es, einen Moment still zu sein? Ich schweige schon, aber ich verstehe dich nicht. Du verstehst schon, dass ich auf die Verhandlungen mit D'Epernon im Sommer gehofft habe. Oh, das war jetzt klar, du brauchst gar nicht so zu lachen. Schon Jahre tot, immer noch dieselbe Arroganz. Ich möchte es auch für Leonore. Sie sollen wenigstens mal erleben, was gute Zeiten sind, nicht wie wir beide. Etienne nickt. Elende Zeiten, echt. Aber kann ein einzelner Mann das ändern? Immer diese Hoffnung auf den Retter. Außerdem ist es noch ein weiter Weg für den, fertig wie der ist. Dafür setzt du alles aufs Spiel? Und wenn seine hugenottischen Fanatiker dann alle umbringen? Und die Spanier, die Engländer, die Schwaben, die Pfälzer, die verschwinden doch nicht. Frankreich kann nie zur Ruhe kommen, wenn man sich nur mal die Karte anschaut. Alles schlimm, alles schlimm. Montaigne sitzt allein vor dem Feuer und hebt, im geistigen Gespräch versunken, die Hände zu den Flammen. Aber nicht jeder kann sich vom Acker machen, so wie du. Moment, erst wollte ich auswandern in die neue Welt. Etwas völlig Neues beginnen. Aber mein bester Freund, der große, furchtlose Denker hier, er wird ja so seekrank, was ein Elend. Beide lachen. Also bin ich lieber ganz gegangen. Ja, echt, wohin denn? Ich habe dich Tag für Tag hier sitzen. Und das ist auch gut so. Schläft er eigentlich bei dir im Bett? Ja, mit seinem Hund. Deshalb muss ich die Katze verbannen. So fängst doch schon an. Du unterwirfst dich freiwillig der Tyrannei. Wieder lachen beide, wobei er auch nicht zu beneiden ist. Ich erinnere mich, wenn man dein Bein weghebt, weil du dich durchs ganze Bett bewegst, springt es zurück wie von einer Feder getrieben. Und dann das Schnarchen. Ach, noch was, wirst du ihm? Etienne, nicht, hör auf. Ja, mein Freund, du weißt, was ich fragen werde und ich werde es fragen. Wirst du dem König die Geschichte mit dem Amulett gegen Impotenz erzählen? Er kichert. Montaigne muss auch lachen. Ach, so ein Unsinn. Komm, wir haben Tränen gelacht. Du musst es ihm erzählen. Wir haben ernste Themen. Es geht um Frankreich. Wir sind der letzte Zweig, bevor alles in den Abgrund rutscht. Oh, so ernst. La Boissier gibt sich betreten. Ja, wie gut wäre da, ich meine, um so einen wichtigen Zweig auch wirklich zu versteifen, ja? So ein wichtiges, so ein magisches Amulett. Er quietscht vor Lachen. Lachen tut gut, es ist nicht zu verstehen, dass ich alles allein machen muss, sagt Montaigne, seit so vielen Jahren schon. Das ganze Schloss und dann der Hof von Navarre und trotzdem werde ich ganz allein sein. Du hast doch mich. Montaigne blickt ihm schweigend in die Augen und dann in das Kaminfeuer. Ach so, du meinst wegen meiner heiklen ontologischen Qualität. Jetzt red nicht wie ein Humanist. Du bist einfach tot. Wie das klingt, so unfreundlich. Etienne lacht leise, schüttelt den Kopf, legt seine Papiere wieder sorgfältig in seinen Sack. Also, mein Freund, danke für diesen schönen Moment. Aber ich muss nun weiterziehen. Ich höre schon die gute Denise, den guten Nicolas und all die anderen so fest mit ihren Körpern verschraubten Seelen. Er macht eine komische Handbewegung, die heute den großen Tag mit dir vorbereiten möchten. Und du, wegen des Menüs, ich würde an deiner Stelle mit einer leckeren Melone beginnen, als Auftakt. Henri schätzt eine Melone über alle Maßen. Du bist ein Melonenmann und auch für mich ist der Genuss der Melone eine der wenigen Erfahrungen, die ich am irdischen Leben vermisse. So, nun muss ich wirklich los. Er nimmt seinen Mantel, seine Sachen. Aber erst musst du deinen Spruch sagen. Montaigne lacht und hebt seine Schultern. Was weiß denn ich? Que sais-je? Und er lacht und weint und lacht. Danke. Das ist eigentlich jetzt so schön, ich weiß gar nicht. Da, vielleicht könnten wir ein paar Fragen zulassen. Ja, was jetzt meinen Sie? Eigentlich gut. Ich glaube, wir haben, man hat es, da kamen die Tiere wieder vor, da kam das Essen wieder vor, da kamen diese schönen Kleider wieder vor, da kam die Freundschaft und der Tod. Also eigentlich war das jetzt die ideale Szene, um das irgendwie zusammenzuschnüren. Aber dann wäre das eigentlich jetzt der Moment, wo Sie gerne auch noch eine Frage oder zwei oder drei haben könnten. Aber fühlen Sie sich nicht gedrängt, wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie einfach auch
über. Hier wäre, glaube ich, eine Frage. Ah, ja, super. Also zunächst danke für das spannende Gespräch und für die Lesung. Ich hätte eine Frage, und zwar, was hat es mit der Katze im Titel? Ja, gut, super. Die Katze kommt in den Essay mehreren Stellen vor. Es gibt ein berühmtes Zitat, wo Montaigne sagt, wenn ich mit meiner Katze spiele, woher weiß ich dann, dass sie nicht in Wahrheit mit mir spielt? Also wo so ein bisschen diese Undurchsichtigkeit von bestimmten Verhältnissen beschrieben wird, was teilweise gut passt. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass diese Katze für Montaigne so ein Symbol war für häusliche Behaglichkeit. Ja, damals waren ja die Häuser unheimlich bedroht. Da passierte immer eine Menge, leider auch viel Schlimmes. Und ich glaube, dieses Ideal, dass man so doch in Sicherheit mit Haustieren, mit Familie irgendwo sein kann. Ich glaube, das war so ein Sinnbild, wo Hugenotten und Katholiken sich eigentlich wiederfinden konnten. Aber ist er nicht auch jemand, der immer wieder darauf hinweist, dass die Menschen sich viel zu sehr als Mittelpunkt der Schöpfung sehen. Und das verbindet sich auch mit anderen Themen, dass er sich mit gerade auch Menschen aus den Kolonien beschäftigt. Und es kommt in dem Buch auch vor, so ein berühmter Abschnitt oder ein berühmter Essay über die sogenannten Menschenfresser. Und er beschäftigt sich dann mit der Frage, wer ist eigentlich zivilisierter oder weniger zivilisiert? Wie schauen wir auf Menschen aus der sogenannten neuen Welt und wie schauen die auf uns? Und ein bisschen ist dieses Croisement der verschiedenen Blicke auch die Sache mit den Tieren. Also man hat immer mal wieder das Gefühl, dass diese Katze, also zumindest in dem Roman, wenn die Katze auftaucht, hat man immer mal wieder das Gefühl, die versteht schon auch, was da verhandelt wird. Aber das liegt, glaube ich, am Blick Montaignes, dass er auch das Gefühl hat, dass die Katze mit ihm spielt und er nicht mit der Katze. Ja, Michel Foucault, der Philosoph, hatte auch eine Katze und sagt auch, meine Katze versteht alles. Aber das stimmt, dass Tiere, man lebt ja da viel, viel näher noch an Tieren. Ohne Pferd ging ja gar nichts. Also es war echt eine Pferdezivilisation. Montaigne verbringt sein halbes Leben auf Pferden. Deswegen spielt das unheimlich für ihn eine wichtige Rolle, auch in der antiken Literatur. Was gibt es da für Anekdoten, für Geschichten? Das Pferd von Cäsar, das Pferd von Alexander dem Großen und so. Das sind alles große Themen. Hat ja auch einen schweren Reitunfall immer, oder nicht? Ich glaube, Montaignes Verkehrsunfall, ja, ist auch ganz... Aber tatsächlich, also die auch wie abhängig man ist von der Gunst der Tiere, beziehungsweise, dass man sie pflegen muss, damit sie einen dorthin tragen, wo man hin möchte. Aber sie hat noch eine Frage? Entschuldigung, ach jetzt, sorry, ich habe es gar nicht gesehen. Es gibt viele Quellen sozusagen zur politischen Geschichte. Also Henri Quatre und seine Leute haben sehr viele Briefe geschrieben, die ediert sind, die da sind. Man weiß also ungefähr, wer wo war. Auch die Religionskriege an sich sind gut erforscht. Was man nicht genau weiß, ist, wo Montaigne genau im Einsatz war. Für diese Passage zum Beispiel am Anfang des Jahres 1584 hat man keine Ahnung, wo er war. Das heißt dann immer, er war krank auf seinem Schloss. Und ich habe mir aber eben vorgestellt, dass er vorbereitet wurde auf diese Mission, den Thronfolger zu empfangen am Ende des Jahres und dass er dann wahrscheinlich schon mal in Paris war. Ne? Er schreibt an mehreren Stellen, ich war dauernd in Paris, keine Stadt kenne ich so gut, ich war unheimlich oft in Paris. Dann gibt es eine Reise, die sehr gut belegt ist, die ist etwas später. Und dann habe ich imaginiert, dass er in der Zeit, wo man nicht weiß, er war Bürgermeister von Bordeaux, aber er war nicht in der Stadt, dass er da vielleicht in der Stadt war. Und wie so ein Besuch dann abläuft und so, das habe ich mir dann so ein bisschen zusammengetragen aus anderen Büchern, die sowas beschreiben. Also das ist irgendwie etwas schwierig, weil Montaigne ist so ein bisschen so ein klassischer Text und so eine Figur, ein bisschen wie die Bibel. Also jeder hat seinen eigenen Zugang und man macht sich immer selber so einen Reim darauf. Deswegen kann ich ehrlich gesagt mit Heinrich Mann oder mit Stefan Zweig so gar nichts anfangen, weil ich so meinen eigenen habe. Und mich irritiert das komplett, das zu lesen.
ist schwierig. Also es gibt ja auch unendliche tatsächliche Biografien zu Montaigne, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt einfach nur ein Phänomen, die Ehe, ja. Ehe von Montaigne, es gibt da, von ihr gibt es gar keine Zeugnisse und von ihm gibt es so ein paar Hinweise und so. Und überall wird gesagt, weil er manchmal so ein bisschen freche Sachen schreibt, dass das eine ganz unglückliche Ehe gewesen sein muss. Ich bin völlig anderer Meinung. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich wie die Ehefrauen von ganz vielen Literaten gesagt hat, okay, schreib dein Buch da, deine komischen Essay, wo du schreibst über Impotenz, über Zahnschmerzen, über Blasenstein und so weiter, aber lass mich da raus. Ja, schreib, was du möchtest, aber ich will nicht, dass die Nachbarn und so weiter hier sowas über uns lesen. Das halte ich für sehr, sehr nachvollziehbar. Und, aber sie hatten auch, waren ganz lange verheiratet, hatten 6 Kinder zusammen, hat nur 1 überlebt. Und er sagt dann an einer Stelle auch spät, sagt er, ich hatte wenig Hoffnung irgendwie in die Liebe, in die Ehe, aber im Grunde hat es mir dann doch besser gefallen, als ich anfangs gedacht hatte. Also das ist kompliziert. Sie haben ihn, sie haben es geschändet. Dann hat es ihnen leid getan. Bei Henri Quatre, dann haben sie einen Teil des Skeletts wieder reingelegt. Aber es ging einiges durcheinander. Man weiß nicht genau, was da liegt. Und was fehlte, definitiv fehlte, ist der Kopf. Und der Kopf tauchte vor einigen Jahren wieder auf im Schrank von Privatleuten. Und dann hat man relativ groß versucht, den irgendwie mit DNA-Analysen zu identifizieren. Hat man das spanische Königshaus, dann noch die Bourbonen, hat man da noch irgendwas genommen. Ist aber nicht so richtig geglückt. Und der Leichnam von Montaigne ist auch nicht beerdigt. Der ist auch noch in Bordeaux aufgetaucht wieder. Das gleiche Theater, Dokumentarfilm, DNA-Untersuchung. Ich finde, es sind beide solche Stars der französischen Geschichte, die wollen nicht begraben werden. Ja, die sind immer noch unter uns und deswegen bieten sich auch an, dass man so einen Roman schreibt. Die machen eigentlich alles mit. Gut, noch eine letzte Frage. Ich bin immer noch. Ja, er gehört sicher zu den Figuren der europäischen Geschichte, die einen immer weitertragen. Also er ist immer so ein Medium, man kann da immer in Montaigne, ist wie so ein eigenes Medium, ja. Man kann in Montaigne unheimlich viel denken. Wie gesagt, wie beim Jazz, da gibt es so ein bisschen was vor, aber sie können dann wirklich darauf improvisieren. Es ist auch ein Film denkbar oder alle möglichen, hat auch so Kriminalfälle da im aber es ist sowieso, das 16. Jahrhundert ist, finde ich, so eine Zeit, wo unheimlich viele Menschen, so ja, heute sagt man gebrochene Biografien, ganz viel machen in ihrem Leben. Die waren ja sowieso alle sehr handwerklich begabt. Man ist doch relativ viel gereist. Also es hatte nicht diese Spießigkeit, die man später im Barock hat oder die ich da empfinde. Und da gibt es so einige noch in der Zeit. Das ist eigentlich sozusagen eine Leseanweisung gewesen, so ganz zum Schluss noch, dass jeder seinen eigenen Montaigne hier, glaube ich, zu lesen hat und entweder vorher oder danach den Roman liest. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Ihnen für das Lesen und die Antworten und auch die vielen informativen Hinweise, die wir noch bekommen haben. Vielen Dank für die Einladung, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.